Ja, hallo und herzlich willkommen wie immer hier bei mir auf meinem Kanal von Buse Nussmann. Überall sieht, hört man und spricht von der Matrix-Demo, von dieser Tech-Demo, von der Unreal 5 Engine. Und da konnte ich mir das natürlich nicht verkneifen, mir das Ding auch mal runterzuladen und mir das mal anzusehen. Und es ist wirklich mega beeindruckend, muss man definitiv so sagen. In der Demo selber hat man zwei Möglichkeiten. Man kann eben hier diese Verfolgungsjagd starten. Man sieht rechts hier ein bisschen, wie das dann ausschaut. Oder man kann die komplette Stadt erkunden. Und das ist schon auch mega beeindruckend. Man kann durch die Stadt laufen zu Fuß, man kann mit dem Auto fahren oder eben durch die Stadt fliegen. Und das rechts hier, das ist wirklich die Grafik aus der Stadt. Das ist kein Film. Das schaut wirklich genial gut aus. Man kann überall rein, man kann in unheimlich vielen Fenstern reinschauen. Es ist bombastisch, muss man sagen. Es ist wirklich, wirklich bombastisch. Ich würde sagen, wir machen beides mal. Wir werden erstmal die Verfolgungsjagd starten und in einem zweiten Videos werden wir dann zu Fuß und per Auto und Drohne und ja, die Stadt ein bisschen erkunden, ein bisschen rumfliegen und werden uns das dann dort anschauen. Es ist wirklich, wirklich, wirklich cool gemacht. Und hier wird dann zum Schluss ein bisschen was gezeigt. Eine Tag- und Nachteinstellung, wie das ausschaut. So ein bisschen Grafik, Veränderungen. Da gibt es eine Sache, die fand ich sehr beeindruckend. Das nimmt das Flimmern aus den Kanten raus. Das schaut unheimlich beeindruckend aus. Das macht meiner Meinung nach gerade dieses, ja, reelle, dass es reell ausschaut, aus. Also diese Einstellung, das ist bombastisch. Also wir starten jetzt hier erstmal mit der Verfolgungsjagd. Und in einem zweiten Video, wie gesagt, erkunden wir dann mal zu Fuß und per Auto und per Flug die Stadt. Viel Spaß! Hi, I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. They also confront us with questions about why we want to choose this over that, why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here, that it was important for me to ask people. How do we know what is real? Hi, I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative. In an industry where actors have tried to remain perpetually young, we wondered about digital faces that could become immortal. Hi, I'm Carrie Ann Moss, and I played Trinity in the Matrix films. 20 years ago, we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. We wondered, what would identity mean in a completely digital world? And what would reality mean when a world we can build feels as real as our own? Theoretical mumbo jumbo, but they needed some sexy action. Who said? The marketing people. Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. Welcome to the Matrix. Wow. You still got it. Like riding a bike, they say.
hell are you doing back there? Sorry, I was told this is a sim preparing me to fight the system. Right on. You know about this? Yeah. It's all supposed to be a little unreal. Word of advice. Agents are bad, but whatever you do, stay the hell away from marketing. See you soon. So, what now? Haven't you ever watched a movie before? Shoot the tires. Say no more. Es ist schon ziemlich cool, würde ich mal sagen. So, und jetzt sieht man so ein paar Möglichkeiten, was die Engine alles hat. Kann man das immer so ein- und ausschalten, ne? Diesen Maß. Dann kann man das ein bisschen sich anschauen. Tag und Nacht finde ich sehr beeindruckend.
Schade, dass man das nicht einschalten kann, wenn man die Stadt erkundet. Das schaut schon ziemlich krass cool aus. Da sieht man jetzt, wie viele Polygone es benötigt, um diese Stadt darzustellen. Und das finde ich jetzt hier, das, was ich vorher meinte, dieses Flimmern an den Kanten, wenn man das ein- oder ausschaltet, das ist total geil. Was für ein riesen Unterschied das macht. Da, wie das flimmert. Wenn man es einschaltet, komplett weg das Flimmern. Und jetzt sind wir in der Stadt und können die Stadt erkunden. Symbole auf der Karte führen dich zu Tafeln wie dieser. Auf den Tafeln findet sich Fakten über die Stadt und die Technologie, mit der sie erstellt wurden. Ja, und jetzt kannst du dich hier wirklich frei in der Stadt bewegen. Wenn du dir das jetzt schon so anschaust. Es ist butterweich. Und wie viel los hier ist, wie viele Autos, wie viele Fußgänger hier unterwegs sind. Man muss sich vorstellen, in jedes Fenster, das erleuchtet ist, hier hinten zum Beispiel, in dem Gebäude oder hier, kannst du reinschauen. Na, da ist Mobiliar drin. Wie butterweich das läuft, mit was für eine Geschwindigkeit. Sie hat in jedes Fenster, wo hier erleuchtet ist, kannst du reinschauen und du siehst das Mobiliar drin. Betten, Tische, Wahnsinn. Es ist echt der Hammer. Ich glaube, wir machen alles in einem Video. Ich sagte ja zuvor, wir teilen das in zwei Videos auf. Ich glaube, wir machen das Ganze jetzt hier in einem Video. Wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, hier ist die Karte, zu sehen, wo wir überall hinkommen. Und wo dann eben diese Informationen sind, wie was erstellt ist. Und wir können ein bisschen was verändern. Wir könnten jetzt hier den Sonnenstand verändern. Wie gesagt, leider können wir nicht in den Nachtmodus schalten. Ne? Aber wir können die Sonne über den Horizont wandern lassen, wie wir wollen.
dazwischendurch. Hammer, oder? Die Menschenmenge könnten wir verringern. Das ist die Visualisierung. Da fahren nur noch Punkte rum. Wir könnten die Matrixfilter ausmachen. Dann haben wir diesen grünlichen Schimmer nicht mehr. Ja, und das könnten wir noch beeinflussen. Wir lassen erstmal den Matrixfilter raus. Dann haben wir diese ganzen grünen Filter nicht mehr hier drin. Es ist irre. Es ist echt irre. Was für ein Straßennetz hier. Und ich sage, es läuft butterweich. Da lädt nichts nach von der ganzen Stadt. Und wir können hier wirklich die komplette Stadt bereisen. Wir können hier mit dem Auto befahren. Das machen wir jetzt gleich noch. Wir gehen jetzt gleich nochmal runter auf die Erde und fahren mit dem Auto. Ach, das ist Hammer. Was für eine Geschwindigkeit. Ja, wir nehmen uns jetzt mal ein Auto. Was nehmen wir denn jetzt denn? Was wollen wir denn? Was nehmen wir Schönes? Ach komm, wir nehmen jetzt einfach die mal. Wir können in jedes Auto einsteigen, das hier rumparkt. Und dann einfach drauf losfahren. Man kann niemanden tot fahren. Dann ist das alles nur die Matrix. Ja, wir sind noch Fahranfänger. Oh, shit. Und das Schadensmodell ist schon auch krass, ne? Es ist schon richtig gut. Da kann man nichts sagen, oder? Das habe ich gut gemacht. Ich bin ein, guck, das sich da reingebohrt hat. Ich bin ein guter Autofahrer, eindeutig. Der ist auch noch kaputt. Obwohl? Ne, den haben wir nicht berührt. Warte, dann nehmen wir doch den mal. Da gehen die ganzen Autos da vorne weg. Mist. Ja, der fährt sich auch ganz anders. Eine ganz andere Fahrdynamik. Entschuldigung. Bin geblendet. Ich würde gerne mal auf eine Schnellstraße. Oh Mist. Ich weiß noch nicht, wo hier eine Auffahrt ist. Scheiße. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt.
Was fährt der da auch einfach rum hier? Na, toll. Okay. Ich sehe nicht die besten Autofahrer. Lalalala, geh lieber zu Fuß. Da ist noch ein schönes, schnelles Auto. Guck, klar nehmen wir nur solche Autos. Da drüben zerfällt alles in Brüssel. Wir räumen hier auf. Da geht's rauf, oder? Da drüben. Warte, wie kommen wir denn da hin? Ja, da ist eine Auffahrt. Warte. Uiuiuiuiuiui. Okay, gut. Das ist die falsche Richtung. Entschuldigung, ich muss mal hier rauf. Oh, Entschuldigung. Ups. Da sollte eigentlich Wasser drin sein. Das sollte nicht so hart sein. Uiuiuiuiui. Richtige Fehlzündungen. Oh, ist ganz schön. Nicht so einfach. Wir fahren noch. Die linke Seite ist ein bisschen demoliert, der Spiegel ist weg. Aber wir fahren noch. Ich glaube, fahren wir noch? Ja, wir fahren noch. Ja, es ist wirklich, wirklich richtig cool gemacht, Leute. Also ohne Frage. Da kann man sich wirklich drauf freuen. Wenn es dann mal das erste richtige Spiel gibt mit der Engine. Gar keine Frage. Das, glaube ich, wird richtig cool. Da kann man sich echt drauf freuen, wenn dann eine ganze Welt damit gebaut wird. Ne? Allein schon diese Stadt, hammergut. Ich sage dann erstmal vielen Dank. Das ist so diese Tech-Demo von der Unreal 5 Engine. Und ja, wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Let's Play. Dann wieder bis dahin. Macht's gut. Ciao.